Ja, guten Morgen, Freunde. Am 24. Dezember wünschen wir euch allen natürlich recht herzliche, schöne, friedliche, gesegnete Weihnachten. Erholt euch gut, lasst es euch schmecken und viel Spaß mit der Familie und den Freunden und vielen Dank für euren Support, ne? Seit 8 Tagen hier auf Instagram und schon habe ich die 100 Abonnenten überschritten. Super Leute, danke für euren Support und weiterhin viel Spaß hier mit dem sozialen Netzwerkexperiment hier auf Instagram. Also, ciao Leute, macht's gut und schöne Weihnachten. Ja, ist immer gut, wenn man eine Powerbank dabei hat und ein kleines Micro-USB-Kabel, da kann man dann auch mal unterwegs das Smartphone laden, ne? 20% und jetzt hauen wir hier noch ein bisschen Strom rein. Wenn man so unterwegs mobil ist, hat natürlich diese Art von Powerbank einen Vorteil. Im Notfall kannst du damit natürlich auch direkt die Taschenlampe wieder füllen oder halt nicht füllen, sondern einfach den Akku wechseln in die Taschenlampe, ne? Oder halt mal geschwind dein Smartphone laden, ne? Klasse. Srunai C2, Mac Ami Mini USB-Kabel und du bist mobil immer gut versorgt, ne? Auch hier an der Weihnachtsfeier, ne? Immer connected. Guten Morgen, Freunde. Bald beginnt ein neues Jahr und es wäre doch dann mal ein hervorragender Zeitpunkt, einen richtigen Sendeplan aufzubauen. Dazu gehe ich immer hin, nehme mir im Online-Office von Google ein Excel-Sheet und fange oben an, drei Zahlen reinzuschreiben. 1, 2, 3. Verlängere die automatisch dann nach unten. Dann schreibst du oben Montag hin oder halt den ersten Wochentag, verlängerst du nach unten und schon hast du dir einen Jahreskalender aufgebaut innerhalb weniger Sekunden. Und dann kannst du schön in die Sendeplanung gehen und dir reinschreiben, wann welche Videos gesendet werden. Dabei hältst du ein bisschen den Überblick. Ich habe also 90 bis 100 Tage im Voraus meine Videoplanung, mindestens 3 Videos die Woche. Dann habe ich zwischendrin noch genug Luft, um mal das ein oder andere Video online zu stellen. Also macht es doch auch mal, behält man einfach so ein bisschen den Überblick über die Videos, wann welches Video online geht. Viel Spaß! Dafür bringst du nicht her. Starke Optiker, 1635. An einer schönen EOS 7 Mark II. Krasses Teil. Haben schon die erste Aufnahme ausgedruckt? Nee. Warte mal, da mach ich langsam. Mit Drucker bin ich sehr zurückhaltend. Ah, da muss man aber dazu sagen, dass du halt kein normaler Drucker hast, gell? Was ist das für ein Ding? Ein Epson. Epson 78.000. 7.800. Das Ding bedruckt Tapete, ne? Genau. Aber auch natürlich A4, aber ich habe halt kein Fotopapier für 10 Cent, sondern nie Blatt kostet halt 1 Euro. Und das verschnörzle ich nicht einfach so, gell? Schöne Kombi, ne? Für Landschaftsfotografie, ne? Für alles, ja. Sehe ich eigentlich auch bei Sport und Action sehr gut. Ja, Schwarzwald. 10 Grad minus heute. Wir sind schon recht früh unterwegs, ein paar Aufnahmen zu machen. Martin heute bei mit der was? Canon 7D Mark II und Weitwinkel auf Motivjagd. Da kannst du halt testen, ob sie handschuhtauglich ist. Wenn der Handschuh lang zu lange ausziehst, kriegst du klamme Finger und kannst sie nicht mehr bedienen. Aber schön heute Morgen. Aber eiskalt. Eiskalt. Also müssen wir Schluss machen, denn jetzt geht es gleich in den Wald. Da ist erst noch Fichter. Und nachher vielleicht ja da, wo die Laubbäume stehen, gibt es mehr Licht. Super. Ja, passend kurz vor Weihnachten ist noch was zum Lesen gekommen. Ein Buch von Dirk Kräuter. Entscheidung erfolgt. Niemand erinnert sich später an den Typ, der es nur versucht hat. Ja, mal über die Feiertage ein bisschen hier reinlesen. Buch gibt es momentan umsonst, nur zahlt bloß 4,95 Versand. Ja, habe ich gedacht. Kann nichts schaden.
Schauen wir doch mal rein, ne? Über die Feiertage ein bisschen Zeit, ein bisschen lesen, ja. Könnt ihr mal googeln, der ist ja bei YouTube und haut jeden Tag ein paar Motivationsvideos raus. Also wünsche ich euch schon mal schöne, erfolgreiche Weihnachten. Also, bye bye, euer Hübidi. Ja, guten Morgen, Freunde. Ja, auch im Urlaub wird keine Pause gemacht. Wir werden schon wieder die nächsten Videos vorbereitet. Neue Messer hier, ne? Unmengen von Kaffee und Tee werden gebraucht hier im Urlaub. Oh, da liegt noch ein Brotheck. Web ist auch immer online. Ja, so sieht's hinter den Kulissen aus. Vor den Videos ein paar Notizen machen, dass er mitten im Video nicht irgendwelche Specs verloren gehen, ne? Ja, cooles altes Santa Fonte gefunden. Coole Sache. Ja, also, gibt demnächst wieder mal ein paar Messervideos, ne? ProTech, cool. Also Leute, schön Urlaub noch weiterhin, ne? Mit euren Messerchen. Ja, die Fachhochschule, ne, da wird immer neue Technik ausprobiert. Und da wird halt auch mal mit Drohnen gearbeitet und gefilmt. Gerade hier die Filmschaffenden. Da ist es natürlich ein cooles Equipment heutzutage für so wenig Budget, so coole Luftaufnahmen zu machen, ne? Klasse Teil, wie die schwebt, wa? Trotz der Feiertage wollen wir das Business nicht ganz vergessen. Warum ist es für YouTuber wichtig, sich auch mit mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets auseinanderzusetzen? Ich habe in meine Statistik geschaut und habe gesehen, dass inzwischen 30% aller Videozugriffe über Smartphone stattfinden und 20% aller Videozugriffe über Tablets. Also, obwohl ich selber zu 99% direkt an einem richtigen Computer sitze, mit großen Bildschirmen und Desktop und allem drum und dran, ist es für mich wichtig geworden, mich mit dem Thema Smartphone und Tablets und Video und YouTube auf diesen Endgeräten auseinanderzusetzen, weil inzwischen 50%, also jeder zweite Videoaufruf, über diese mobilen Endgeräte stattfindet. Also, schaut mal in eure Videostatistiken bei YouTube und schaut mal nach den Zugriffsgeräten, ob es da nicht für euch auch sinnvoll ist, sich mit dieser Technik auseinanderzusetzen, um besser zu verstehen, wie es auf der anderen Seite als Zuschauer aussieht. Holy moly, während das Maria vorhin noch die Tscherbukow Küchenmesser bekommen hat, kam hier mein Weihnachtsgeschenk an, das ich mir noch kurz vor Weihnachten gekauft habe vom Messermacher Manuel Wenger. Ein wunderschönes Fixblade, Stahl ist Böhler N690 mit Backen aus Bronze und einem Griff aus Wüsteneisenholz. Ein Traum von einem Fixblade mit schöner, noch zum Teil so Schmiedehaut, kann man fast sagen. Toller Handlage, wunderbare Materialien mit Kydex. Die Pins bestehen aus Titan. Also wirklich vom Feinsten. Hätte nicht damit gerechnet, dass das noch rechtzeitig ankommt, aber auf DHL und Sigi ist Verlass. Was für eine Schönheit dieses Messer doch ist. Super. Guten Abend, Freunde. Papierkram über Papierkram. Man soll gar nicht glauben, wie viel Papierkram bei so einem YouTube-Kanal zusammenkommen kann, wenn man das auch noch ein bisschen nebengewerblich betreibt. Und darum immer der Tipp, jetzt ist ja wieder bald neues Jahr, legt euch einen Ordner an, packt euch ein paar Glassichthüllen rein, schreibt vorne drauf,
Ausgaben, Einnahmen, Rechnungen, Finanzamt, Versicherungen, Ausrüstung und so weiter und so fort und füttert sofort von Anfang an des Jahres die ganzen Unterlagen, wenn ihr Sachen per Mail bekommt oder Rechnungen oder per PDFs, legt sie gar nicht erst ab. Doch, natürlich legt sie ab, wenn ihr sie wieder mal braucht, aber immer sofort gleich Ausdrucke machen und rein in den Ordner. Dann hat man es am Jahresende bzw. im neuen Jahr, wenn dann wieder die Steuer und der ganze Kram kommt, um einiges leichter. Also von Anfang an ordnen, sortieren, abheften, beschriften, dann wird die Geschichte alles ein bisschen leichter und weniger. Also. Naja, nachdem wir jetzt wissen, dass hier drin ein Kugellager ist, wundert es mich auch nicht, warum dieses Teil so genial flippt. Ne? Das läuft wirklich wie auf Schienen. Das waren also noch zwei Prototypen, die sind Sanremo gelabelt. Die richtig fertigen Modelle sollen dann Land 910 Plus heißen. Von der Sanremo Label Land. Hier haben wir noch Sanremo 9010 draufstehen. Also mit Kugellager und schwedischem Sandvik 12C27 Stahl. Und das Flippen über die Pins ist hier wirklich traumhaft, ne? Ja, das ist vielleicht mal ein Projekt für 2017. Hier mal so ein bisschen ein Studio reinzubauen. Wenigstens ein bisschen beleuchtungstechnisch. Vielleicht kann man hier auch mal das ein oder andere Video drehen oder Projekt verwirklichen oder einfach nur was im Zuge des Hausmeisterns reparieren oder wieder herrichten. Wiederverwerten, recyceln oder sonst sowas, ne? Das ist eigentlich ein guter Platz, müssen wir noch ein bisschen aufräumen und sauber machen. Und ich brauche irgendwie beleuchtungstechnisch hier, LED-technisch was drüber, denn sonst ist hier fieschter. Und ich brauche noch ein paar Steckdosenleisten, weil stromtechnisch sieht es hier auch mau aus. Mal schauen, was es da an so einen LED-Bänder gibt, die man hier irgendwie stromtechnisch vielleicht anbringen kann. So, aber jetzt kriegen erstmal unsere Vögel noch was zum Essen, dass die auch noch ein schönes Silvester haben, ne? Also bei Leute. Thank you.